Moin, moin und ein herzliches Willkommen bei den Marktradikalen und 21. Ne? Ich habe jetzt, Dennis, ich habe deine Begrüßung mal geklaut. Die finde ich immer ganz nett. Genau. Ja, also es ist eine neue Folge der Marktradikalen, eine Spektrum-Folge, wohlgemerkt. Und wir sind heute hier mit dem Loddy. Hi zusammen. Dem Dennis. Moin, moin. Dem Daniel. Hallo. Und mich, den Scala Nakamoto. Genau, und wir wollen heute ein bisschen über, ich sag mal, 21, ne, wohlgemerkt, schnacken. Da soll es ein bisschen darum geben, was ist eigentlich 21 als Marke? Was ist für euch vor allem 21? Wie ist es historisch entstanden? Und was ist eigentlich so die Motivation hinter den Plebs, dass sich eigentlich die Marke in den letzten 2-3 Jahren, würde ich sagen, extrem ja, dezentralisiert hat, kann man sagen. Und Daniel, hast du noch was hinzuzufügen? Ja, einfach darum, wie sich eine erfolgreiche Graswurzelbewegung entwickeln kann aus dem Podcast heraus, und die Geschichte dahinter wird uns dann Dennis erzählen. Ich habe noch was hinzuzufügen. Ja, bitte. Weil jetzt hast du zwar schon die Ansage geklaut, aber das Wichtigste haben wir vergessen, nämlich die Blockzeit. Hast du die parat? Das ist die 766508. Sehr schön, sehr schön. Ich habe es ja schon angekündigt, bevor wir eigentlich so tief einsteigen, wobei das ist eigentlich schon tief einsteigen, ich will einfach mal so euch beiden, also Loddy und dir, Dennis, mal in den Raum werfen. Was ist denn für euch 21? Ich habe das für mich mal in dem Satz 21 ist, was du draus machst, zusammengefasst. Und ich glaube, das ist auch eine ganz gute Überschrift für das, was wir heute hier besprechen wollen. Weil ich glaube, auf 21 könnte man ähnlich wie auf Bitcoin aus mehreren Blickwinkeln gucken. Am Ende ist es für mich aber mittlerweile einfach zu einem wirklich auch großen Community-Projekt geworden, was nicht mehr von uns irgendwie abhängig ist, sondern was sich im Grunde genommen die Community geschnappt hat. Und wir sind da sehr, sehr froh drüber. Und ja, die Community lässt das Ganze aufleben. Dadurch kommen immer mehr Ideen rein, die das Ganze zu einem noch größeren Kuchen machen, von dem sich immer mehr Leute ein Stück nehmen können. Und das ist, finde ich, einfach super toll zu sehen. Sehr spannend. Loddy, was sagst du dazu? Wie beim Fußball. Ich würde da einfach nur ergänzen. Der Satz, den Dennis damals auf der Zitadelle 21 gesagt hat, mit 21 ist, was du draus machst, das beschreibt es wirklich mega gut. Und was ich für den Kontext noch wichtig finde, vielleicht auch für die Leute, denen 21 jetzt so nix sagt oder die nicht so tief drin sind, ich bin der Meinung, man muss zum einen 21 den Podcast sehen und man muss die Community in Anführungszeichen trennen. Weil das, was dezentral dort passiert, hat natürlich was mit dem Podcast zu tun. Das wäre nie ohne den Podcast entstanden. Aber ich trenne das immer gerne, weil die Bewegung, die da entstanden ist, die passiert dann dezentral. Da werden wir bestimmt drüber sprechen. Deshalb glaube ich, dass wir heute wahrscheinlich eher über die Community sprechen als eigentlich der Podcast selber. Absolut, absolut. Dennis, magst du nochmal, oder was heißt nochmal, magst du historisch was zu 21 sagen? Beziehungsweise, du bist ja auch schon jetzt ein bisschen länger dabei. Ja. Ja, bitte. Ich kann da mal ja einen kleinen Abriss geben, ohne das zu lange ausufern zu lassen. Also, gestartet ist das Ganze im Herbst 2019 als Podcast, wie wir eben schon gesagt haben. Und damals haben Markus und Gigi das ins Leben gerufen, aber recht schnell gemerkt, dass sie das alleine nicht stemmen können, einmal die Woche eine News-Episode zu machen. Und dann haben wir uns auf einer Konferenz getroffen. Fab, Daniel und ich sind mit dazugekommen und ja, haben dann quasi angefangen, denen bei der Show zu helfen und hatten da zum ersten Mal aber auch schon so dieses Ding, was sich dann später ausgebreitet hat, nämlich, dass wir gesehen haben, okay, sowas wird besser, je mehr Leute man dazu nimmt und je offener man so ein Projekt angeht. Und ja, dann ist das Ganze gewachsen. Rund um den Podcast sind vor allem in erster Linie so Telegram-Gruppen entstanden. Und auch da haben wir einfach gemerkt, wie man so ein leichtgewichtiges Tool wie eben Telegram-Gruppen nutzen kann, um sich zum einen zu vernetzen und zum anderen auch so Subcommunities da wieder entstehen zu lassen. Und das ist, glaube ich, auch auf dem Weg, den wir gleich besprechen, auch so ein Learning, was sich total ausgezeichnet hat. Ne? Und mit der Zeit sind bei 21
dadurch, dass auch andere Leute noch dazugekommen sind, zum Beispiel Las Miranda, der hat sich dann irgendwann vor allem so um Videocontent gekümmert, hat den YouTube-Kanal aufgebaut, hat da Formate entwickelt. Wir haben dann auch so einen Stammtisch analog zu dem, was ihr mit dem Stammtisch 21 macht, haben wir da, sind alle möglichen kleinen Randprojekte entstanden. Aus manchen ist nichts geworden. Es haben sich Leute auch mal um einen Instagram-Kanal gekümmert, wo sie Memes posten wollten und solche Sachen. Das ist dann mit der Zeit aber eingeschlafen. Und ich glaube, das nächstgrößere Ding, was dann kam und was wirklich auch noch mal so ein richtiger Meilenstein war, war die Zitadelle 21. Das war eine Konferenz, die haben wir inmitten dieser ganzen Corona-Nummer im August 21 fand die statt. Und da sind wirklich alle Leute aus der deutschen oder deutschsprachigen Community zusammengekommen und hatten ein super geiles Wochenende. Ne? Wie gesagt, es war Corona, vorher war Lockdown und plötzlich hatten irgendwie Leute mal wieder so dieses Feeling, okay, das ist mega geil, zusammenzukommen, über Bitcoin zu sprechen, eine gute Zeit zu haben und einfach sind nach diesem Wochenende nach Hause gefahren und hatten das Gefühl, oh, das kann doch nicht sein, ne, dass sowas nur einmal im Jahr stattfindet. Und aus diesem Gedanken ist dann die Meetup-Bewegung entstanden, wo wir angefangen haben, dieses Telegram-Gruppenkonzept wieder zu nehmen und zu sagen, okay, wir machen eine Deutschlandkarte und jeder, der so eine Telegram-Gruppe gründen will für seine Stadt, der packt die halt auf die Karte. Andere Leute können zentral auf der 21-Website sehen, wo es schon Meetups gibt. Und wenn es in ihrer Nähe nichts gibt, dann starten sie halt ein neues, weil es ist halt eben so einfach wie eine Telegram-Gruppe zu gründen, den Link auf die Website zu packen und gut ist. Und dieses Konzept hat super Früchte getragen. Also das ist ein astronomischer Growth gewesen, den das Ganze jetzt hatte. Also das ist jetzt seit dann fast anderthalb Jahren am Start. Und wir haben mittlerweile in Deutschland, Österreich, der Schweiz und so insgesamt der deutschsprachigen Region haben wir über 100 Meetups. Und das ist total fantastisch zu sehen, ne? Und einfach mega, wie das wächst. Ne? Es kommen jede Woche irgendwie gefühlt zwei neue Meetups dazu. Und ist einfach grundsätzlich, glaube ich, das Ding, was momentan so am präsentesten ist, wenn man beispielsweise über Community spricht, weil eben dort die Leute auch eine Möglichkeit haben, sich in Real Life zu treffen und das Ganze aus der sonst nur online stattfindenden Welt halt in den Meetspace zu heben. Das ist ja eigentlich so die spannende Entwicklung dahinter, ne? Oder Dynamik kann man schon sagen, dass ja eigentlich sich Leute treffen, die eigentlich spürbar keine Schnittpunkte vielleicht zueinander haben, da die wirklich unterschiedliche Typen Menschen sind, aus unterschiedlichen Regionen, Kulturen von mir aus auch. Ne? Also das ist ja das Spannende, aber trotzdem der Schnittpunkt Bitcoin letzten Endes dort zusammenführt und vor allem auch die Möglichkeit bietet, einen Wiedererkennungswert für einen selbst zu schaffen und dahingehend auch diese intrinsische Motivation von vielen einzelnen Akteuren auch, was man immer wieder mal sieht. Da können wir auch nochmal zu den Blab-Rappern kommen, das ist ein gutes Beispiel. Darf ich da vielleicht die Geschichte erzählen, weil ich das, was du gerade gesagt hast, so von wegen, da hat man quasi rund um das Thema Bitcoin die Möglichkeit zusammenzukommen und das bringt sicherlich viele Leute da auch hin. Ich glaube aber, das dauert keine 10 Minuten, bis sie merken, okay, das sind hier nicht nur irgendwie die nerdigen Typen, die über Bitcoin quatschen wollen, sondern wir besprechen, also zumindest auf den Meetups, wo ich jetzt im Norden überall war, sind dann auch schnell alle möglichen anderen verwandten Themen, oftmals liberal angehaucht, wird dann auch über Politik diskutiert und solche Dinge. Ne? Und da merken Leute dann auch, okay, dieses Thema, das ist nicht nur irgendwie was Ökonomisches, was Technisches oder halt, ne, sondern es wird im Grunde genommen über alle möglichen gesellschaftlichen Aspekte diskutiert und darüber kann man eben auch neue Leute und Freunde kennenlernen und beispielsweise jemand, den ich da kennengelernt habe, ist Too Bit to Fail, der quasi aus der eben schon von dir genannten Plap-Rap-Crew kommt und es war halt so bezeichnend, weil wir haben uns dann quasi zum Spazierengehen mit den Hunden verabredet und so und dann irgendwann
fing er an, mir davon zu erzählen, dass sein Bedürfnis danach so groß ist, auch was in diesen Space zurückzugeben. Also nicht nur zu partizipieren, dabei zu sein, sondern auch irgendwie was zu machen, was der Community auch wieder Wert gibt. Und sein Ding ist halt Rap-Musik. Und dann beim nächsten Spaziergang spielte er mir auf seinem Handy so die erste Vorab-Version von Feuer über Fiat vor. Und egal, welche Zahl deine Swatch zeigt, 726144, ab heute geht die Blockzeit. Das hier ist nicht nur eigene Interessen vertreten, sondern für alle Zugang zu einem besseren Leben. Das ist nicht nur für wenige die ganze Macht, das ist für über 2 Milliarden endlich Bankzugang. Das ist im Rabbit Hole, ist es ganz egal, wie tief du bist, denn du bist immerhin schon viel weiter als Peter Schiff. Wir vertrauen nicht auf Aussagen, wir vertrauen in den Code. Die EZB ist wie die Bitcoin-Blockchain, sie ist in Not. Je stärker sie regulieren, desto mehr werden wir. Du brauchst uns nicht zu vertrauen, du brauchst nur zu wenig. Ist egal, ob du vom Ethereum Flip träumst. Es gibt Bitcoin und es gibt Shitcoins. Diese Strahlen in den Augen zu sehen, dass Leute halt auch da sich in sowas verwirklichen können, sich darauf freuen, der Community was zurückzugeben. Ich glaube, das ist auch nochmal so ein Ding, wo man Leute quasi drauf hinweisen kann. Also wenn ihr das richtige Umfeld habt, gebt ruhig was zurück, weil das kann euch auch jede Menge geben. Und dass er mir das vorgespielt hatte, das ist, keine Ahnung, vielleicht jetzt ein Jahr noch nicht mal her. Ne? Und wir haben ja jetzt gesehen, was insgesamt diese Plap-Rap-Bewegung seitdem quasi für eine Entwicklung genommen hat. Ja, das ist ziemlich spannend. Ich würde sogar behaupten, dass ja dann der Höhepunkt mit dem Live-Auftritt am Sommerfest, um jetzt mal vorwegzugreifen als Event. Oder da will ich dir widersprechen. Ich war zwar nicht okay. Vor Ort, aber Innsbruck war krass. Aber das war doch danach. Okay, bis dahin der Höhepunkt. Genau, okay, aber ich glaube, der Innsbruck hat ja nochmal eine völlig andere Präsenz, muss man mal sagen. Ne? Also da ist es ja, glaube ich, ziemlich eskaliert. Aber du kannst gerne was sagen dazu. Innsbruck ist definitiv eskaliert, ja. Also das Innsbruck, die BTC 22, die war im September jetzt. Das war das bislang größte Bitcoin-Only-Event im deutschsprachigen Raum. Und die Jungs hatten da abends einen Auftritt, also auf einer richtigen, nenne ich es jetzt mal, Bühne, also wirklich einer großen Bühne in diesem großen Kongresssaal sozusagen, und haben da, ich glaube, eine halbe Stunde oder ein bisschen länger sogar entsprechend abgeliefert, und es hatte wirklich Konzertfeeling. Also es war wirklich krass, wenn man links, rechts geguckt hat, ganz vorne. Die Leute kannten wirklich die Texte auswendig. Es gab dann einen kleinen Moshpit zwischenzeitlich, was auch sehr witzig war. Da hat man bekannte Gesichter drin gesehen. Also das war schon wirklich krass, muss ich sagen. Also ich habe die Jungs auf der Zitadelle dieses Jahr gesehen. Da war es aber halt so eine provisorische Bühne, aber in Innsbruck, das war schon Next Level, muss ich sagen. Wirklich krass. Das ist ganz, ganz spannend eigentlich. Ne? Also das ist ja eigentlich dann das blanke Vernetzen der Plebs, die sich ja eigentlich hauptsächlich von irgendwelchen Telegram- oder Livestream-Events, was auch immer, kennenlernen oder vielleicht auch über, weiß ich nicht, anderen Content aus dem Internet, und da eigentlich diese Familie letzten Endes zusammenkommt, so, ne, die Gesichter sich endlich mal sehen, und das Ganze nicht nur auf dieser horizontalen Ebene stärkt, sondern auch mal vertikal, also dass man wirklich eine Art Vertrauen, sage ich mal, zu den Personen, die man eigentlich jetzt nun nie gesehen hat, vielleicht auch entwickelt, genau. Ich würde noch mal kurz zurückkommen, weil Dennis, du hast auch gesagt, im Norden, also ich bin ja auch hier mit ansässig im Norden, dass man ja gern, und vor allem, ich meine, es ist ja mittlerweile auch, also Bitcoin ist ja auch ein Thema, was auch politisiert, beziehungsweise maßgeblich ein ökonomisches Thema oder eine Rolle spielt. Und interessant ist halt auch, dass wir eigentlich ganz oft, das sind so diese konventionellen Wege, das sind, keine Ahnung, wenn man diese ganzen, weiß ich nicht, junge Liberale und solche Vereine sich anschaut, das sind halt meistens immer irgendwelche Parteien, politischen Wege, aber bei Bitcoin ist es ja genau das Gegenteil. Das ist ja kein Parteienweg, ne? Und das wägt ja eigentlich anderweitige politische Wege sozusagen ab. Und dementsprechend ist Bitcoin eigentlich auch so gewissermaßen so eine eigene, also nicht Bitcoin, sondern 21 meine ich, eine Gegenökonomie. Also es ist eine eigene Ökonomie, die versucht, über, ne, menschlichen Handeln, kann man sagen, eine Wirtschaft oder eine Ökonomie zu entwickeln, die eigentlich fernab von Staat ist. Weil letzten Endes die Ideen oder auch die Ergebnisse, die da herauskommen,
die sind ja sozusagen skalierbar. Also die sind ja, das ist ja nicht nur das, was wir jetzt hier im Dachraum sehen, was 21 macht, sondern da würde ich mal ansprechen, was wir auch gerade aktuell in Afrika zum Beispiel gesehen hatten. Ich weiß nicht, ob ihr da was dazu sagen wollt. Also ich greife einfach diesen Begriff Ökonomie nochmal auf. Und also wenn du vor allem das aus so wirtschaftlicher Sicht meinst, da würde ich fairerweise, meine ich, einwenden, so weit sind wir noch nicht. Ne? Also man kann das auch in den Anfängen so sehen, dass so etwas in der nächsten Stufe auch entstehen könnte. Nichtsdestotrotz wäre für mich gerade einfach bei dem, was hier stattfindet, vor allem noch der rein soziale Aspekt erstmal zu sehen. Ne? Und du hattest vorher auch dieses Ding vertikal versus horizontal noch angesprochen. Lass mich dazu auch bezüglich der PlebRap-Sache nochmal ein gutes Beispiel bringen. Also so ein Ding, wo sich dann halt Leute auch aus unterschiedlichen Interessens oder Hintergründen, wie sie zusammenkommen, dann auch vernetzen, ist zum Beispiel auch, wie Too Big to Fail dann auf Hans Panzer getroffen ist, ne? Weil die kannten sich vorher auch gar nicht. Und im Grunde genommen hat er quasi einen Twitter-Aufruf gestartet, weil der Beat-Producer, mit dem er vorher zusammengearbeitet hat, nicht in die Puschen gekommen ist und ihn zweimal versetzt hatte. Ne? Und da hatte Too Big to Fail dann halt so das Bedürfnis danach, endlich diesen Track, den er fertig geschrieben hatte, rauszubekommen, dass er quasi auf Twitter jemanden gesucht hat, dann quasi einmal quer durch Deutschland gefahren ist, um an einem Wochenende diesen Song bei ihm aufzunehmen. Und da sieht man halt auch, ne, dieses Ding, Leute kennen sich nicht, aber haben zumindest dadurch, dass sie in diesem Space unterwegs sind, grundsätzlich erstmal so das Vertrauen zueinander, dass sie auch ohne sich zu kennen, sich gegenseitig einladen und so ein Wochenende miteinander verbringen. Ne? Oder zum Beispiel, als ich zur Zitadelle gefahren bin, schrieb mich jemand aus der Community an, der kommt aus Ostfriesland, wusste, dass ich aus Bremen komme und sagte so, soll ich dich mitnehmen? Ne? Den kannte ich vorher auch gar nicht. Und trotzdem hatten wir dann halt irgendwie 5 Stunden Fahrt eine richtig gute Zeit zusammen. Einfach weil also Bitcoin als Thema auch schon Leute, die sehr like-minded sind, zusammenbringt, würde ich sagen. Genau, also ich hatte auch nochmal bezüglich dem geldtheoretischen oder ökonomischen Aspekt dahingehend, steht ja trotzdem im Fokus, Bitcoin als Tauschmittel zu verwenden. Ne? Also darum geht es ja im Endeffekt auch. Durch die unterschiedlichen Ideen und Events, lass es zum Beispiel Innsbruck sein, lass es das Sommerfest im Norden sein, in der Heide oder Plochingen, da steht ja auch außer Frage, was man da verwendet zum Bezahlen. Ne? Und beziehungsweise auch technologisch auch dahinter steckt, um auch Bitcoin als neues Zahlungsmedium sozusagen zu verwenden. Und ich glaube, das geht schon Hand in Hand, weil letzten Endes sich man darüber Gedanken machen sollte, wie man eigentlich dann als Community nach außen wirken möchte. Also ich glaube, das ist schon ein wichtiges Thema. Aber wie du schon sagst, klar, der soziale Aspekt ist die intrinsische Motivation der Leute, dass die halt dahingehend wächst, dass sich die Leute sehen, treffen, Ideen entwickeln und dann was zusammen auf die Beine stellen. Ganz richtig. Also im Idealfall ist das so, dass auch quasi der monetäre Aspekt dessen gelebt wird. Ne? Also wir animieren auch die Leute dazu, wenn sie so ein Meetup öfter mal an der gleichen Location stattfinden lassen, den Restaurant- oder Gaststättenbetreiber dazu zu ermutigen oder zumindest mal darauf anzusprechen, ob es möglich wäre, dort beispielsweise auch mit Bitcoin zu bezahlen. Und zum Beispiel bei uns im Norden machen wir das ja auch in der Heide so. Ne? Ich weiß auch, andere Meetups machen das. In Oldenburg beispielsweise läuft das genauso. Und da wird es noch mehrere Beispiele geben. Oder zum Beispiel auch 21, der Verein, der jetzt dann quasi auch so im Zuge dessen gewachsen ist und gegründet wurde, da sind wir ja auch schon quasi in so einer Bitcoin-Only-Ökonomie drin. Ne? Also der Verein sitzt in der Schweiz in Zug. Da könnten wir rein theoretisch, wenn sie dann anfallen, auch Steuern in Bitcoin bezahlen. Und wir haben nicht mal ein Fiat-Konto. Ne? Also alle unsere Rechnungen, die wir begleichen, beispielsweise jetzt, wenn Markus gerade dieses 21-Magazin gemacht hat,
da versuchen wir halt auch alle möglichen Leute, einfach weil wir nur in Bitcoin wirtschaften können, auch erstmal in Bitcoin zu bezahlen. Ne? Und dazu gehört dann eben auch rauszugehen, sich die Leute zu suchen, die in Bitcoin bezahlt werden würden weil oder wollen, weil das natürlich unsere präferierten Geschäftspartner sind in dem Fall. Kann man noch zwei Sachen anmerken? Also zum Beispiel gibt es Satoshis Kleinanzeigen, das wächst auch immer mehr, wo Plebs anbieten, Sachen für Satoshi zu verkaufen. Und was ich auch beim Plebwalk immer wieder erlebe, ist, dass man da Leute, die neu dazukommen, hernimmt und denen erklärt, wie kriege ich jetzt meine Bitcoin in Lightning und wie funktioniert das mit dem Lightning-Zahlen. Da passiert auch viel. Ja, definitiv. Ich wollte das auch gar nicht runterreden. Ich wollte das nur so ein bisschen einfangen, weil... War nur eine Anmerkung. Genau, weil das, was Scala eben gesagt hatte, das klang schon für mich zumindest irgendwie als wenn es fertiger wäre, als es letztendlich ist. Ja, er blickt da ein bisschen in die Zukunft, glaube ich, ja. Richtig, genau. Ich lebe das schon lang, genau. Lodi, wolltest du was sagen, oder? Nee, ich habe mich extra gemutet. Ich habe gedacht, ich sehe immer die Spuren hier so schön ausschlagen. Ne? Und da dachte ich, nee, ich hab mich nur die Zeile verguckt. Auch geil. Aber Leute, tatsächlich ist es jetzt, kann man so das als Einwand nehmen, beziehungsweise ich würde dich mal bitten, oder beziehungsweise du bist ja quasi, also aus meiner Sicht muss ich sagen, springst ja schon auf ganz schön vielen Events, ich sag mal, herum. Also du bist ja schon. Du hast es ja gerade Innsbruck angesprochen, du machst das ja quasi mit in Plochingen. Du kannst ja direkt mal mit Plochingen starten, wenn du Lust hast. Mir geht es darum, was ich gern so von dir wissen möchte, was sind denn so deine Impressionen oder was inspiriert dich da eigentlich so aus diesen Entwicklungen von 21? Ich würde vielleicht ein bisschen ausholen, ja, weil wir haben jetzt mehrfach schon die Zitadelle 2021 gehört, wo ich auch das Glück hatte, ein Ticket mir zu ergattern. Und ich hatte auch, ich glaube, 5,5 Stunden Anfahrt etwa und habe mir das Ticket geholt und wusste im Vorfeld, okay, das wird das erste Mal, dass ich einen anderen Bitcoiner wirklich treffe. Davor nur mal ein bisschen Telegram oder hauptsächlich Twitter. Also ich habe noch nie einen anderen Bitcoiner davor gesehen. In freier Wildbahn. Ja, sozusagen, genau. Und in meinem Umfeld, egal, Freunde, Familie, Kollegen, denen ich erzählt habe, wo ich hinfahre, ja, aber was sind das für Leute? Kennst du die? Oder ich so, ja, von Twitter. Also die haben mich alle für verrückt erklärt. Und so war die Fahrt dahin auch. So, sind das jetzt alles ultra die Nerds oder was sind das für Freaks? Und verhalten sich manche so, wie sie auf Twitter rüberkommen oder sind es doch normale Leute? Und im Prinzip, ich bin da auf dem Campingplatz angekommen und habe die ersten 2, 3 Leute gesehen und ich wusste, okay, das sind völlig normale Leute. Und das Wochenende, der Dennis hat schon ausgeführt, ich würde sogar so weit gehen, für mich war das definitiv lebensverändernd, dieses Wochenende. Und das ist ein Satz, den ich in letzter Zeit bei den Events, die wir jetzt 2 Stück schon gemacht haben, in Blochingen bei Stuttgart, Bitcoin im Ländle, auch als Feedback von Leuten bekommen habe, die auch gesagt haben, okay, das war für sie mindblowing, das hat ihr Leben verändert, sie müssen das und das in ihrem Leben ändern oder sie haben sich das und das vorgenommen. Also es ist schon verrückt. Um nochmal auf die Zitadelle zu kommen, ich bin dann dorthin gefahren und mein Ziel war, mit einem neuen Meetup in Stuttgart wieder heimzufahren. Und tatsächlich haben wir uns, ich glaube, eine Woche nach der Zitadelle in Stuttgart dann zum ersten Mal getroffen, zu dritt, also 3 Gründungsmitglieder sozusagen. Und mittlerweile haben wir in der Telegram-Gruppe, ich glaube, bald die 300 Leute geknackt. Okay, da sind vielleicht noch ein paar Bots dabei, aber wir sind auf jeden Fall eine sehr, sehr große Gruppe. Und wir haben einmal im Monat einen Stammtisch in Stuttgart, beziehungsweise zusätzlich noch einmal im Monat, also alle 2 Wochen einen Termin, diesen Plebwalk im Hotel Princess eben in Bloching, wo mittlerweile, ich weiß nicht, Daniel, du warst die letzten Male, glaube ich, häufiger. Ich kann öfters mal nicht sonntags. Ich glaube, da waren teilweise schon über 50 Leute an diesen Terminen. Also es ist wirklich verrückt, wie viele Leute da unterwegs sind, die Lust haben, sich auszutauschen und so weiter. Und ein Satz, den wir vorher auch schon gehört haben, das erlebe ich auch immer wieder. Und ich habe es bei mir zuerst gesehen. Im Prinzip bin ich von der Zitadelle heimgefahren und habe gesagt, okay, das haben jetzt ein paar Leute organisiert und ich hatte so ein unfassbar geiles Wochenende, so viele Eindrücke, so viele tolle Leute kennengelernt, so tolle Gespräche geführt. Das war für mich so ein großer Mehrwert. Ich will
das auch anderen Menschen noch ermöglichen. Und so ist im Prinzip bei mir da schon die Idee gereift, ich will auf jeden Fall irgendwas mit Meetup und Event und so weiter machen. Also das war im Prinzip der Hintergrund, warum ich da so aktiv bin. Und du hast jetzt gerade angesprochen, Scala, also dieses Jahr zweimal Bitcoin im Ländle, Zitadelle, Innsbruck, ich war in Lugano. Ich war auf mehreren Meetups in Deutschland unterwegs. Also ich habe viel mitgenommen und ich habe vor, nächstes Jahr nicht weniger Events zu besuchen, weil es für mich einfach so ein Mehrwert ist. Ich freue mich jedes Mal drauf, andere Bitcoiner zu sehen. Und das haben wir vorher auch schon gehört. Ich sage es sehr, sehr gerne immer, solche Bitcoin-Events sind wirklich wie ein Familientreffen mittlerweile. Also die Community ist so ein fester Zusammenhalt. Es kommen immer wieder neue Leute dazu, die irgendwas Spannendes zu erzählen haben. Und so dieser harte Kern, der immer mal wieder zu sehen ist, ist wirklich schon familienähnlich, muss ich sagen. Wie ist denn der Marc eigentlich auf dich gestoßen oder du auf den Marc, also der Chef von Prinzess Göppingen? Das ist eine ganz witzige Geschichte. Also der Leo und ich, wir beide haben uns auf der Zitadelle kennengelernt und ich habe dann Leo danach angeschrieben und gesagt, hey, mach mal da Meetup. Oder habe davor schon auf der Zitadelle zu ihm gesagt, hey, du kennst ein paar Leute, machen wir in Stuttgart ein Meetup. Weil ich wusste, dass er da aus der Nähe kommt. Und dann plötzlich kam so ein Typ in die Telegram-Gruppe und meinte, ja, lass uns doch so ein Plebwalk machen. Und wie Plebwalk? Ja, wir gehen einfach spazieren und dann sitzen wir noch hier zusammen. Er würde einladen. Ja, okay, dann sind wir dahin. Und ja, dann war so die Frage, ja, wo kann man parken? Ja, gute Zuganbindung, ihr könnt aber auch in der Tiefgarage vom Hotel parken, geht aufs Haus. Und irgendwann haben wir dann so realisiert, ach, der gehört zum Hotel. Also das ist jetzt nicht, dass er im Hotel einlädt, sondern er gehört wirklich zum Hotel oder der Familie gehört das Hotel. Und dann sind wir da 2 Stunden umherspaziert und ich sag dann zu Marc irgendwann, ja, zeig doch mal, was hast du für Räumlichkeiten? Weil ich bin schon zu dem Termin hin, dass ich wusste, wenn die da gute Räumlichkeiten haben, dann will ich, dass wir da ein Event machen. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen das Bitcoin im Ländle, wo wir jetzt dieses Jahr tatsächlich schon 2 gemacht haben. Und ein paar Monate später kam raus, das hat der Marc uns dann mal mitgeteilt bei einem Orga-Meeting, ja, er hatte genau das Gleiche vor. Er wollte uns einladen und uns die Räumlichkeiten zeigen, damit man hier ein Event machen kann. Also im Prinzip mehrere Leute die gleiche Idee gehabt und so ist das entstanden. Mhm. Ja, jetzt ist ja auch das Le Femme Orange, dieses Frauen-Event ist ja jetzt auch im Januar im Blochingen. Genau, also das ist, ich glaube, 13. Januar bis 15., wenn ich es richtig im Kopf habe, also bis Wochenende. Und das letzte Aprilwochenende wird die nächste Runde Bitcoin im Ländle sein. Steht auch schon fest. Muss mal kommen, Scala. Ja, es wurde mir schon öfters vorgeworfen, warum ich nicht da war. Odi, sag doch mal, erzähl doch mal, was macht man denn da genau in Blochingen? Sitzt man da nur am Tisch und trinkt Bier, oder? Ich könnte jetzt sagen, guckst du dir doch selber an, aber du meinst jetzt die Plebwalks oder meinst du Bitcoin im Ländle? Genau, ich meine richtig, Bitcoin im Ländle meine ich genau. Was da, du hast vom Vorgespräch so ein bisschen von Workshops erzählt beispielsweise oder den Vorträgen. Also ich kann jetzt erzählen vom letzten Event, das ist jetzt dort 3 Wochen, glaube ich, her oder 4 Wochen. Im Prinzip gibt es ja immer mehr solche Events. Wir heben uns ein bisschen ab, weil wir vielleicht ein Ticken kleiner sind. Also wir sind so etwa 100 Leute. Mehr packt das Hotel vom Fassungsvermögen her nicht. Aber dadurch ist es viel familiärer als jetzt zum Beispiel Innsbruck mit, ich glaube, 700 Gästen. Und wir haben im Prinzip 2 Bühnen und einen Workshop-Raum gehabt. Idee war beim zweiten Event, das wir jetzt hatten, nicht so viel Programm zu machen. Wir wollten mehr so aufs Netzwerken, auf dass die Leute einfach eine gute Zeit haben, auch mehr Zeit haben, mit sich zu quatschen. Weil ich persönlich gehe zu diesen Events, also wieder Beispiel Innsbruck, da war ja eine Hammerbühne. Ich habe keinen einzigen Vortrag gesehen. Also ich hatte gar keine Lust, mir da einen Vortrag reinzuziehen, wenn ich weiß, der kommt nachher auf YouTube. Ich habe versucht, die Zeit zu nutzen, mit Leuten zu quatschen. Und das funktioniert eigentlich auch ganz gut. Und deshalb war der Gedanke auch, dass wir jetzt bei Bitcoin im Ländle diesmal weniger Vorträge machen. Und dann kam es wie beim ersten Mal, wo wir eigentlich Angst hatten, wir kriegen das Programm nicht voll. Plötzlich schreiben Leute, ja, ich habe gerade ein Ticket gekauft, ich würde gerne einen Vortrag über das Thema halten. Okay, ja, notiert. Und dann meldet sich der Nächste, ja, er würde gerne einen Workshop über das und das Thema machen. Also nur um das mal den Leuten, die das nicht kennen, vielleicht ein bisschen deutlicher zu machen. Die Leute kaufen ein Ticket für dieses Event. Das kaufen sie in Kombination mit einem Bett sozusagen. Also du kaufst kein Zimmer, sondern du pennst mit einer wildfremden Person in einem Doppelzimmer vielleicht. Also die du nicht kennst, das weißt du im Vorfeld nicht. Außer du buchst das ganze Doppelzimmer, wenn du zu zweit kommst. Aber das ist schon mal ziemlich strange oder ziemlich eine weirde Situation.
Dann ist es soweit, dass wir beim Frühstück oder nach dem Frühstück die Tische ausräumen müssen, weil wir den Platz brauchen, wo die Leute anfangen, selbstständig die Tische rauszutragen und nachher wieder reinzutragen zum Abendessen. Und wir haben jetzt zum Beispiel nicht nur Vorträge gehabt, die werden gerade nach und nach auf YouTube hochgeladen, über völlig verschiedene Themen. Also das sind vor allem natürlich fachliche Themen, aber wir haben am Abend versucht, dieses Mal die Abendgestaltung da einen Fokus drauf zu legen, also sehr unterhaltsame Panels gehabt und die waren wirklich sehr unterhaltsam. Also ich weiß nicht, wann ich zuletzt so viel gelacht habe wie an diesem Wochenende. Und so hatten wir einfach eine Mischung aus fachlichen Themen, die technisch waren, auch ökonomische Diskussionsrunden, dann Workshops, wo man wirklich Hand anlegen kann. Also diese Lightning Beer Tap auf so ein 5-Liter-Fässchen konnte man da zusammenbauen. Und so haben wir einfach verschiedene Workshops gehabt, wo wir auch wiederum einen Wert drauf gelegt haben, dass es sehr interaktiv ist. Also die Leute mit eingebunden sind, viele Fragen stellen und so weiter. Und so war im Prinzip dieses Wochenende. Also wer so einen kleinen Einblick will, soll einfach mal auf YouTube, können wir ja vielleicht verlinken, da das ein oder andere Video anschauen, dass man so grob ein Gespür hat, in welche Richtung das geht. Lass mich dazu noch eine Sache einwerfen, weil du vorhin ja auch schon gesagt hast, so dass manche Leute so dieses Gefühl haben, das war ein mindblowing Wochenende, so das hat ihr Leben verändert. Bitcoin ist eine Sekte, da will ich jetzt auch dazu gehören. also ich glaube, was Leute, sei es auf Meetups oder solchen Events, erleben, ist etwas, was sie sonst da draußen kaum spüren. Und zwar ein positiver Vibe. Leute haben die Schaufeln in der Hand und meckern zwar auch, aber tun auch was. Und für mich ist das ein ganz, ganz wichtiger Faktor dabei. Weil, nochmal, bei allem, was wir sonst da draußen momentan in Politik, Wirtschaft und so mitkriegen, das sind alles keine guten News. Das sind irgendwie recht trübe Aussichten. Und dann triffst du auf so ein Bunch of Bitcoiners und die haben alle Bock. Ne? Also ich habe noch keinen Bitcoiner getroffen, der irgendwie heulend in der Ecke sitzt, sondern die wissen ja, diese Zukunft, die wir uns ausmalen, die wird nur so rosig, wenn auch jeder mitmacht und anpackt, dabei ist, beiträgt. Und das ist der Vibe, der da existiert. Und ich glaube, das macht das gerade auch für Leute, die vielleicht noch nicht so tief in der Community sind oder das Ganze vorher noch nicht gespürt haben, zu so einem Erlebnis. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass es halt, ich sag mal, eine kleine Menge, wenn es nur eine kleine Menge ist, an Leuten, also an Bitcoinern sozusagen, die eigentlich auch die Idee der Freiheit letzten Endes weitergeben. Ne? Diese Adoption, von der man ja auch spricht, ist ja letzten Endes die Motivation, auch Leute abzuholen und der Idee letzten Endes aufzuzeigen, das geht halt, dass es auch anders geht. Und wie du gerade gesagt hast, die ganze Bandbreite der News, die nicht so schön sind und gerade eigentlich auch eine Entwicklung nehmen, die mehr, ich sag mal, Richtung sozialistische Gemeinwirtschaft geht, ne? Mehr Technokratie, mehr Zentralismus, ist das halt dann am Ende, also Bitcoin und vor allem die Nähe, also die soziale Nähe, das Socializing, ist ja eigentlich dann sozusagen der Moment, wo man dann wieder Hoffnung hat, wo man mit Leuten sich austauschen kann und Ideen austauschen kann, diese Strategien entwickeln kann, von der ich auch vorhin sprach, die Vertikalheit und die Horizontalität. Genau, und das, ich glaube, das ist genau das, was es eigentlich ausmacht. Ich bin auch noch gespannt, ob das quasi immer so bleiben wird oder ob sich das nochmal ändern wird. Aber momentan beispielsweise ist es auch so, ich habe ja vorhin schon dieses Bild von dem Kuchen angebracht, der gefühlt immer größer wird und immer mehr Stücke so da sind. Da finden keinerlei Verteilungskämpfe statt. Zumindest habe ich sie nicht so auf dem Schirm. Ne? Also das läuft alles sehr, sehr rund. Und mein Gefühl ist auch, dass alle in der Community super Bock drauf haben, sich gegenseitig zu unterstützen, Neuankömmlingen zu helfen oder irgendwelche Businesses zusammenzutragen, eher Synergien zu finden, als den anderen als Konkurrenz zu sehen. Und das ist etwas. Wie gesagt, da muss man sehen, wie sich das auch mit der Zeit ausspielt. Nichtsdestotrotz, momentan ist dieser Vibe halt da und ich glaube, der wird auch für die nächsten Jahre erstmal nicht weggehen, weil wenn das alles so funktioniert, wie wir uns das ausmalen, dann wird der Kuchen auch erstmal noch ordentlich Potenzial zum Wachsen haben. Was ich nochmal ansprechen wollte, ist, das ist so ein bisschen die Erfahrungswerte, die ich so mitbekommen habe, auch von anderen, aber auch eigene, dass ja 21 schon
nach außen hin immer die Core-Members, ne? Dennis, um dich und um die, ich sag mal, die Leute, die das Ganze gerade, was den Podcast betrifft, vorangetrieben haben, so wirkt, als wären das so die Lenker und Dreher, ne? Aber ich finde, das hat sich eigentlich gerade jetzt so dieses ganze letzte Jahr rauskristallisiert, dass das Ganze wirklich breiter aufgefächert wurde und dass man eigentlich diesen Blick gar nicht mehr hat. Ich nenne es mal Zentralisierung, sondern dass man eben jetzt genau schon sieht, es gibt halt an vielen Stellen Entwicklungen, unterschiedliche Ausprägungen von Entwicklungen, die Leute einfach vorantreibt, selbst was zu tun, aber unter dem Label 21 und Bitcoin only, wohlgemerkt, ne? Ja, ich habe vorhin, als Lodi das aufbrachte, da habe ich das zum ersten Mal so als mentales Modell quasi überhaupt erst erfasst, dass er da so eine Trennung zwischen Podcast und der Community macht, weil ich wäre tatsächlich auch zumindest aktuell und wie du das gerade auch schon sagtest, seit circa einem Jahr oder sowas überrascht, wenn Leute das tatsächlich eher so auf den Podcast beziehen würden, weil die Community einfach mittlerweile quasi das Ding ist, wovon das lebt, ne? Und was, glaube ich, auch präsenter ist. Und das hat auch damit sicherlich zu tun, dass wir einfach in dem Podcast auch gar nicht mehr ganz so eine große Rolle spielen, ne? Also wir sind viel weniger dabei und auch das Ding hat sich jetzt quasi so die erweiterte Crew geschnappt und füllt das jetzt mit Leben, ne? Weil wir auch irgendwie zeitlich andere Dinge zu tun haben und so. Vielleicht aber noch mal darauf eingegangen, dass wir das ja auch gar nicht wollen, dass wir da irgendwie so im Zentrum stehen, ne? Also wir hätten ja beispielsweise damals, als wir so eine Struktur dafür finden mussten oder so eine Business-Entität aufbauen mussten, alleine um dann auch Sponsoring-Gelder entgegennehmen zu können und so, halt irgendwie was zu haben, womit man auch vernünftig wirtschaften kann, standen wir ja vor der Frage, was machen wir denn eigentlich? Und wenn du jetzt so aus der deutschen Brille darauf guckst, dann gibt es eigentlich erstmal so dieses offensichtliche Konstrukt der Firma. Aber das hat dem, was wir auch damals schon als Vision dafür hatten, total widerstrebt. Also wir wollen ja gar keinen Geschäftsführer oder sowas haben. Und irgendwann kam dann jemand aus der Schweiz auf uns zu und hat gesagt, hier, denkt doch mal drüber nach, da so einen Verein rauszumachen. Und hier in der Schweiz lässt sich das auch sehr einfach machen. Ihr könnt da dann auch in Bitcoin wirtschaften und so. Und das hat dann offenbar so viel Sinn ergeben und gepasst. Und da stand für uns fest, ja klar, ich meine, das Ding lebt von der Community, das soll durch die Community wachsen. Also ist auch das eigentlich die einzige Möglichkeit, das in so einer Struktur abzubilden. Und von daher bin ich super happy, dass wir dieses Konstrukt dafür gefunden und gewählt haben, weil ich auch fest der Überzeugung bin, dass das, was wir vorhaben und die Community vorhat, dadurch am besten abgebildet ist. Also was ich sagen würde, 21 hat es geschafft, ein Lebensgefühl für Menschen zu sein. Das ist eigentlich der Punkt, der das Ganze so groß macht. Genau, also ich habe da auch schon mehrmals zu gesagt, so 21 ist für einige halt quasi auch so eine Art Lebenseinstellung, ne? Also ich glaube, das ist auch dieses Ding, warum Leute, wenn sie auf so ein Meetup kommen und zumindest irgendwie den Podcast kennen oder die Community kennen, sich da halt wohlfühlen, ne? Weil sie halt wissen, okay, da treffe ich halt auf so like-minded Leute. Also da wird, selbst wenn jemand anderer Ansichten ist, wird der vernünftig mit einem diskutieren können und hat zumindest Bock auf so eine intellektuelle Auseinandersetzung mit irgendwelchen Themen, die vielleicht auch nicht seiner Fasson entsprechen müssen. Trotzdem sind meinem Gefühl nach alle in der Community bereit, sich auch auf das Gegenüber einzulassen. So. Genau. Und das Spannende ist ja halt eben die Interaktion, ne? Also dieses Agieren und Reagieren zwischen den Leuten. Also das ist ja völliger freiwilliger basierend. Also das spielt ja keine Rolle, wenn es halt mal zu Konflikten kommt. Das ist natürlich so unter Menschen. Entweder man kommt zu einer Übereinkunft oder man lässt es halt sein. Es ist nicht so, dass irgendwer zu irgendwas gezwungen wird. Das muss man auch mal festhalten. Denn
manchmal ist es ja auch so, dass man zum Beispiel, keine Ahnung, ich würde jetzt mal den Fußballverein vor Ort als Beispiel nehmen, dass man schon irgendwie so eine gewisse, ich sag mal, kollektivistische schon fast Verbindung hat, ne? Dass man irgendwo schon dann so eine Erwartungshaltung hat wie, ja, mach doch mal mit, sei doch mal dabei oder heute habe ich eigentlich gar keinen Bock. Und dort ist es halt wirklich, also ich habe noch niemanden, zumindest nie gespürt, dass sich jemand gezwungen zu irgendwas fühlt, ne? Sondern dass eigentlich immer angestrebt wird, dass man eigentlich eine Lösung gemeinsam findet zu irgendeinem Problem, völlig egal. Dahingehend auch die ich sag mal so eine gewisse, Pareto-Optimalheit einfach herrscht. Und das meinte ich ja damit auch, dass das eigentlich wie eine eigene Ökonomie, sage ich mal, lebt. Das ist, also ich habe es so noch nie erlebt, deswegen spreche ich das bewusst an. Das ist noch nie so aufgekommen. Ja, genau. Grundsätzlich, also ich glaube, das gibt es halt überall auf der Welt, dass es halt quasi nicht immer Konsens bei solchen Themen gibt. Und dann ist halt die Frage, wie gehst du damit um? Ne? Weil ich glaube, und also bei uns zum Beispiel in der Crew-Gruppe ist das auch so, wir sind uns da längst nicht bei allen Themen immer super einig. Ne? Also auch da könnte man ja jetzt vielleicht irgendwie meinen, so Bitcoiner, die denken alle gleich und haben schon so grob den gleichen Vibe. Das ist aber bei einzelnen Themen überhaupt nicht so. Ne? Und ich glaube, wenn man es schafft, das so zu anzugehen, dass man sich gegenseitig respektiert und diese verschiedenen Blickwinkel dann auch versucht zu integrieren, so gut es geht, dann kann das halt auch sehr bereichernd wirken, wenn man sich eben darauf einlässt und auch bereit ist, Kritik, wenn sie denn gut formuliert ist, zu akzeptieren und da halt nicht nur sein Ding durchdrücken zu wollen. Und von daher finde ich das eigentlich auch immer sehr bereichernd, wie offen auch gestritten wird in der gesamten Bitcoin-Community. Ne? Also das war irgendwie damals, als ich auf Bitcoin-Twitter Fuß gefasst habe, für mich irgendwie sowas, das kannte ich bis dato gar nicht. Ne? Also wenn du so aus der Normie-Welt kommst und dann dich in so einem offenen Schlagabtausch wiederfindest, wo du, wenn du deine Meinung durchsetzen willst, eben auch gute Argumente mitbringen musst, dann das musst du erstmal lernen. So. Und da kann man sich auch drauf einlassen oder halt eben nicht. Ne? Ja, das ist ja auch das Spannende, dass, ich meine, wir nehmen ja gerade auf für ein libertäres Format, für die Marktradikalen, dass auch in der Bitcoin-Szene, dass ja, wie du schon sagtest, auch viel gestritten oder viel philosophiert auch wird. Also es ist ein ziemlich anspruchsvoll intellektuelles Format, denn es ist vereint auch gern mal diese Diskussion. Also es ist ja nah an der österreichischen Schule, ne, der Ökonomik, oder aber auch grundsätzlich libertären Themen, also die a priori Theorien Eigentums, beziehungsweise nicht Aggressionsprinzip, Eigentumsrecht, Rechte etc., dass man eigentlich auch genau auf dieser Ebene auch, ich sag mal, lebt, sich weiterentwickelt. Das ist auch so ein interessanter Punkt, dass man sehr viele Plebs hat über die Zeit, über Diskussionen, über viel Nachdenken und Austausch, dass die für sich selbst bekennen, libertär zu sein, zu werden oder auch bis hin zum Marktradikalismus, sage ich mal. Das ist also nicht innerhalb nur dieser Ausbreitung von Projekten oder Menschen im Sinne von Socializing, sondern auch bis zum Individuum runter letzten Endes. Das ist eigentlich so, was Lodi eigentlich meint, das hat mein Leben verändert. Aber das passiert immer auf ganz unterschiedlicher Ebene, in ganz unterschiedlicher Form. Und das ist irgendwie super spannend, was das mit den Leuten macht, wenn man zum Beispiel auch irgendwie, keine Ahnung, du diskutierst zum Beispiel am heutigen Tag mit jemandem über ein Thema und du triffst ihn dann so nach 6 Monaten wieder und denkst so, wow, was ist mit dir jetzt passiert? So, ne? Wie hast du dich jetzt weiterentwickelt, so nach dem Motto? Das ist super krass. Also, ich habe dir ja auch mal irgendwann gesagt, so, ja. Du warst auch schon ganz schön radikalisiert. Ne? Und genau das hätte ich jetzt eben auch angebracht. Also dieses Ding auch, wenn man Leute über einen längeren Zeitraum, sei es auf Twitter oder auf Meetups, halt kennt. Es ist ja auch schön, diese Entwicklung mit anzusehen. Und ich vermute dahinter, es ist in den wenigsten Fällen einfach reiner Anpassungsdruck, weil sie Teil der Gruppe sein wollen, sondern das ist halt irgendwie dann auch auf dem gewachsen, wie du sagst, dass da Gespräche, Diskussionen stattgefunden haben, wo Argumente einfach dazu geführt haben, dass man gesehen hat, ja, das ist einfach eine Sicht, die kann ich aus
gesunde Menschenverstand besser nachvollziehen als das, was mir hier irgendwie seitens Medien und Politik vorgegaukelt wird. Genau. Ich habe es ja auch beim letzten Bitcoin im Ländler erlebt. Da ist Hans Panzer hergekommen, hat gesagt, hey, Daniel, unbasiert, jetzt, ich habe ein paar Fragen an euch. Und dann ist er hergekommen, hat gesagt, hey, wie soll denn das jetzt hier und damit ohne Staat funktionieren? Da haben wir eine Stunde oder so rumdiskutiert, hat er Fragen gestellt, to be to fail ist dazu gestanden, hat mitdiskutiert, standen wir draußen, haben geraucht und einfach gequatscht. Ja, ich hab vergessen, was ich sagen wollte oder fragen wollte. Also der häufigste Satz, den man bei Meetups oder Events im Bitcoin-Space hört, ist endlich normale Leute. Und das ist ganz gut. Ja, das ist richtig, genau. Ja, ich glaube auch, das hat so ein bisschen was auch damit zu tun, dass du auch mal einfach halt reden kannst und auch deine Meinung sagen kannst, ohne gefühlt gleich irgendwie anzuecken. Wo kannst du das heutzutage noch? Also wenn du irgendwie Ich sag da immer zu so die Normie-Freunde oder Normie-Bekannten, wenn du das mit denen so tun würdest, wie du das halt im Bitcoin-Space machen würdest, da eckst du relativ schnell an, weil die eben auch viele dieser Ansichten erstmal so gar nicht haben. Also da musst du gucken, dass du das erstmal so dumped down und anschlussfähig präsentierst, um da halt nicht gleich mit voller Wucht zu verschrecken. Ja, ich hatte jetzt tatsächlich letzte Woche Freitag Gespräch mit Normies, sage ich mal. Da war das tatsächlich so, ich habe dann erstmal festgestellt, wie radikal meine Ausdrucksweise mittlerweile ist. Und ich musste mich in sehr vielen Dingen, die ich gesagt habe, nochmal rechtfertigen, um zu klarzustellen, was ich meine. Weil es hörte sich dann so an, wie der ist ja so, keine Ahnung, der will ja gleich am nächsten Tag den Staat sozusagen abschaffen. So, ne? Okay, was ja based wäre. Was ja based wäre, genau. Ich weiß, aber allerdings nicht, im Kontext aktueller Entwicklung gerade genau so sagen sollte. Aber man muss auch sagen, es gibt auch manchmal Momente, weil Dennis, du sagtest auch gerade, was man so letzten Endes gerade so eine Mainstream-News-Service, manchmal wünscht man sich einfach, um mehr Ruhe zu haben, man wäre so ein, ich sag mal, so ein typischer Woker, der das einfach nicht mehr schnallt, so, ne? Ist ganz knallhart gesagt, so, ne? Aber das ist halt genau das, man dadurch, dass man eben sich selbst Diskussionen führt. Also man kommt gar nicht so drum herum, wenn man sich eigentlich gerade in diese Bitcoin-Szene, sage ich mal, in die 21, letzten Endes sehr tief oder reindivet. Man lernt halt unterschiedliche Arten von Leuten kennen und man kommt grundsätzlich, glaube ich, immer in den Diskussionen, dass man auch zum Beispiel auch über Ökonomik, über Staat redet und Das macht was mit den Leuten. Und die Ansicht, die wir haben sozusagen zur Außenwelt, die wird halt immer verzerrter so. Das ist manchmal ein bisschen, also ist es manchmal anstrengend, aber wie gesagt, der Boden, der in einen fängt, ist halt eben die Community, glaube ich, das Socializing. Und darum geht es im Endeffekt auch, dass man eine Hoffnung hat, dass es auch hoffentlich vielleicht mal in heutigen Zeiten, wir wollen es ja hoffen nicht, dass es schlimmer wird, aber in der Hoffnung gibt, wie Hayek sagte, die Denationalization of Money. Damit bin ich erstmal fertig mit Tränen. Auch dazu hätte ich einen Take. Und zwar, ich glaube, also am Ende wird uns ja nicht irgendwie unsere Überzeugung retten, sondern das Ganze muss ja auch fundiert in der Realität sein und es muss für einen selbst zu einem besseren und das würde ich generell durch ein zufriedeneres Leben münden oder definieren. Ne? Und da glaube ich, kann man, wenn man halt durch diese Mühle gegangen ist, erstmal auch diese Widerstände des Systems zu spüren, bei denen du eben ja meintest, so, da hätte man es leichter, wenn man einfach halt quasi so der Wokey wäre. Wenn man da einmal durchgegangen ist und sich das auch erarbeitet hat, dadurch, dass man sich am Ende aufgrund seiner Ansichten, die man belegen konnte, sich gegenüber auch sicher ist, dass man dieses andere Leben auch gar nicht führen will, dann glaube ich, kann man auch quasi mit voller Überzeugung dieser Leuchtturm sein, der da einfach steht und sagt so, okay, dann sind wir jetzt unterschiedlicher Meinung. Das macht dich in meinen Augen aber nicht zu einem schlechteren Menschen. Du kannst gerne das tun, was du möchtest und ich mache weiterhin, was ich mache. Und dann schauen wir mal, was am Ende da für jeden so bei rauskommt. Und ich glaube, in vielen Themen ist es halt so, dass
wenn man das so erstmal verargumentiert und da auch nicht drauf drängt, dass andere Leute die eigenen Ansichten annehmen, dann macht das, glaube ich, auf lange Sicht den größeren Eindruck, weil Leute sich dann an diese Gespräche erinnern, wenn sie mit ihren eigenen Ansichten halt in offensichtliche Widersprüche kommen. Und ja, dann kommen sie vielleicht noch mal auf einen zu und sind ein bisschen empfänglicher für die damals noch irgendwie gefühlt sehr radikalen Takes. Sozusagen. Ich weiß gar nicht, ob wir noch mal was ansprechen wollen. Wir sind jetzt tief reingegangen. Ist ja genau der richtige Weg, den ich eigentlich mit euch auch so gehen wollte, so die Impressionen insgesamt auch mal zeigen. Ja, bitte? Ich könnte noch was ergänzen. Sehr gerne. Wir haben es jetzt dargestellt, wie schön das ist, Bitcoiner zu sein, aber für mich gibt es da tatsächlich auch manchmal Schattenseiten, weil, also bei mir hat das echt mittlerweile Ausmaße angenommen. Also ich bin jemand, wenn er was macht, dann macht er es richtig, und bei mir ist tatsächlich so, ich habe wahrscheinlich die meisten, die mich kennen, wissen das, ich habe ein sehr großes Redebedürfnis oder Mitteilungsbedürfnis, und das war natürlich auch der Grund, warum ich damals mit meinem Podcast gestartet bin, weil ich einfach, ja, es hat gereicht, ich wollte nicht mehr Freunde und Familie damit nerven, die teilweise drauf angegangen sind, teilweise nicht und auch nicht auf dem Niveau dann mit einem sprechen konnten, weil sie sich nicht so tief damit beschäftigt haben, und ja, dann habe ich damit angefangen und das beschäftigt mich viel, im Prinzip wirklich. Wenn ich jetzt in den Kalender gucke, nächste Woche, also die unter der Woche, habe ich jetzt schon 4 Termine drin, wo ich entweder Podcasts aufzeichne, in einem Podcast zu Gast bin, oder ich weiß ganz genau, an den Abenden bereite ich Podcasts vor, werde ich Artikel lesen oder irgendwas. Also ich will jetzt nicht sagen, dass es Stress ist. Ich will vor allem auch nicht jammern. Ich habe es mir selber so rausgesucht und ich kann es jederzeit ändern. Aber wenn ich jetzt einen Abend Zeit hätte, wenn wir jetzt heute nicht aufzeichnen würden, ich könnte nicht auf dem Sofa sitzen und Fernsehen gucken. Ich kann es nicht mehr. Also wirklich, mich packt jetzt nicht das Thema Bitcoin so, sondern vielleicht packt mich heute das Thema Geldpolitik mega. Ich will da irgendwas wieder recherchieren oder das machen. Also ich gucke keine Nachrichten, weil ich drehe durch, wenn ich Nachrichten gucke. Das geht euch mit Sicherheit genauso. Aber ich kann auch nicht hinsitzen und sagen, ich gucke jetzt heute eine Stunde Netflix oder so, sondern ich will die Zeit möglichst effizient nutzen, was natürlich in Stress ausartet und so weiter, aber ich mache es einfach unfassbar gern, auch wenn ich manchmal denke, boah, gerade ist echt viel, aber wenn ich dann mal wieder mit einem Bitcoiner in Austausch gehe, dann weiß ich, ja, das ist der richtige Weg, weil es mir einfach so viel gibt, mich mit Leuten dann auch auf einem gewissen Niveau unterhalten zu können über ein Thema. Das meinte ich aber auch vorhin, ne? Also wenn Leute dann von außen irgendwie mitkriegen, mit was für einer Begeisterung du dabei bist, inmitten all dieser Dinge, die gerade sonst da abgehen, die einem keine guten Vibes geben, so, wo hast du das sonst noch, ne? Und auch sowas werden Leute, wenn vielleicht auch nicht explizit, aber zumindest unterschwellig wahrnehmen und am Ende irgendwie resümieren können, okay, Mensch, der Lodi, der ist irgendwie gut drauf. Wie schafft er das? So, ne? Ich fühle mich nicht gut. Ich habe gerade irgendwie hier die Erhöhung von meinem Gasversorger gekriegt. Ich mache mir Gedanken irgendwie um den Krieg in der Ukraine. Wann wird das enden? Wann lasse ich mich das nächste Mal boostern oder was weiß ich? Ne? Und so plötzlich ist da jemand, der ruht in sich, der hat irgendwie positiven Stress. Der erzählt mir, in 2 Wochen ist er hier auf dem Meetup und in 4 Wochen organisiert er da das Event. So, ja, am Ende werden sich die Leute fragen, Wie schaffen andere das, halt so zufrieden zu sein? Und scheinbar ist ja Bitcoin etwas, was verbindend uns das Gefühl gibt, okay, da ist jetzt irgendwie so dieser Ruhepol, auf dem wir alle da entlang schippern können. Und ja, da sind auch Leute, die machen mit, die haben Bock. Bitcoin ist die Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Und deshalb haben die Leute Bock drauf und sind positiv gestimmt. Ja. Und je mehr Leuten wir das einfach, wenn auch nur unterschwellig, irgendwie erstmal beibiegen können und sie sich dafür sensibilisieren lassen, umso besser. Und ich glaube, auf dem Weg sind wir gerade. Vielleicht bringt all das auch, wenn man das erstmal durchstiegen hat und für sich gesehen hat, ja, okay, gefühlt ist das unausweichlich, dann bringt das auch so eine gewisse Ungeduld mit sich, ne? Weil warum müssen wir jetzt irgendwie durch diese Mühle gehen, obwohl es auch eigentlich offensichtlich ist, dass diese ganzen Kriege und der ganze Zwiespalt total bescheuert ist. Und von daher kann ich so eine gewisse latente Frustration mit dem, was um uns herum abgeht, auch durchaus nachvollziehen. Auf der anderen Seite, wie gesagt, also bleib positiv,
baut und seid da dran. Ne? Nehmt Leute mit und das dauert zwar, aber es hilft langfristig gesehen doch. Also ich merke beispielsweise auch in meinem nahen Umfeld, dass das Früchte trägt, wenn man auch seine Positionen über einen langen Zeitraum sehr konsistent hält und vertreten kann. Absolut, absolut. Ja, was auch dabei hilft, ist ja halt auch so ein bisschen die Aufklärung oder also in irgendeiner Form, was heißt, was soll ich sagen, Bitcoin ist ja letzten Endes erstmal ein Geld, beziehungsweise es hat natürlich auch nicht monetäre Eigenschaften, die halt auch technischer Natur entsprungen sind, beziehungsweise kann man sich dahingehend, also das heißt auf der technischen Seite, aber auch auf der ökonomischen Seite ziemlich austoben, würde ich sagen. Aber nichtsdestotrotz tangiert jeden irgendwie, also jeden Pleb, die ökonomische Seite und umso mehr klare Ökonomik, das heißt gerade mehr selbstevidente, mehr erkenntnisunabhängige Annahmen wohlbemerkt oder beziehungsweise Themen, kann man sagen, man sich damit beschäftigt. Ich glaube, umso mehr dann bestimmte Themen im Kopf Klick machen, kommt dann auch der Moment, dass man eigentlich denklogisch eigentlich sagt, okay, es könnte eigentlich anders sein. Und ich glaube auch, also das geht mir halt immer so, dass man sagt, okay, ich stelle mir dann die Frage, was kann ich eigentlich selbst kontrollieren oder welchen Nutzen oder was ist das Ziel, was ich habe, ob das kleine Teilziele sind oder ob das ein bestimmtes größeres Endziel, sage ich mal, ist, wie kann mir der Bitcoin dabei helfen? So. Aber mit Bitcoin ist ja nicht nur das Geld, sondern auch so ein bisschen, wie wir jetzt gerade auch schon die ganze Zeit gesprochen haben, die Menschen drumherum ein Thema, beziehungsweise auch der Austausch und aber auch gewisse Strategien eben, wie gesagt, umzusetzen, meine ich. Beispielsweise auch, keine Ahnung, ich habe mich entschieden, ich finde es denklogisch, in die falsche Richtung gehend, was die Politik, wie sie sich quasi immer mehr interveniert in die Ökonomik, für mich gar nicht mehr nachvollziehbar, schon fast vorsätzlich sozusagen interveniert in Richtung Befehls- und Lenkungswirtschaft, was ja auch gerade so aktuell der Fall ist, zu sagen, okay, was ist dann sozusagen mein Ziel oder meine Strategie? Ja, ich plane vielleicht eine Auswanderung. Ne? Und dass man dann diese Ziele für sich setzt und immer quasi um das Mittel Bitcoin und natürlich auch andere Mittel, die man dazu braucht, macht ein für sich selbst. Ich glaube, man redet immer so vom, oder man, es gab ja früher mal, oder was heißt, es gibt früher, es gibt ja die Idee des Stoizismus, das oberste Glück zu finden sozusagen. Aber genau das sind eigentlich so die Punkte, die man für sich innerlich dann setzt, um zu erkennen, okay, wie kann ich aus dieser Misere oder was kann ich für mich persönlich tun, mit den Leuten sozusagen aus meinem näheren Umfeld? Also wie kann ich mich retten im Endeffekt, genau. Und ich glaube, das ist so bei vielen die Hoffnung, aber auch dann so die Dynamik, dieses Zusammensein auch, ne? Das ist, glaube ich, das, was das nochmal extrem verstärkt. Also das Zusammensein unter den Bitcoinern. Ich glaube, ich habe es hoffentlich gut ausgedrückt. Ja. Also bei uns ist ja auch immer Zeitpräferenz so ein großes Thema. Und ich habe eben schon Ungeduld angesprochen. Ich glaube, wenn man sich das mit einem kurzfristigen Zeithorizont anguckt, dann kommt einem auch schnell das alles so vor, als wenn es immer irgendwie negativer wird. Ne? Also natürlich bekommt man mit, was um einen herum passiert und man kann nicht immer irgendwie nur positive Gedanken aufbringen. Nichtsdestotrotz glaube ich, hilft es auch, da so ein bisschen eine langfristigere Brille aufzusetzen und mal zu gucken, so was für Möglichkeiten, wie du es eben auch schon gesagt hast, bringt Bitcoin denn jetzt so mit. Ne? Und insofern, glaube ich, kann man da auch einfach halt so Big Picture-mäßig drauf gucken und sagen, okay, ohne Bitcoin gäbe es das jetzt nicht. Und insofern ist das, was wir negativ sehen, sei es Regulatorik oder was weiß ich, das fühlt sich in so einer Mikrosicht immer wie irgendwie eine Einschränkung an. Aber auf der Makrosicht ist Bitcoin quasi ähnlich, wie es damals auch schon das Internet war und jetzt auch diese ganzen Kommunikationskanäle, die durch das Internet entstanden sind. Das ist halt alles Zugewinn. Ne? Das sind weitere Optionen und Alternativen, die wir nun als Möglichkeit haben, um eben auch so einer kollektivistischen oder zentralistischen Steuerung entgegenzuwirken. Und
von daher glaube ich, kann man, wenn man einfach nur ein bisschen höher auf den Berg steigt, um eine Sicht einzunehmen, da auch durchweg positiv drauf blicken. Aber das ist genau diese rein kapitalistische Sicht, dass ich quasi jetzt eine Investition mache, also im Sinne von, ich beschäftige mich mit Bitcoin, also ich mache eine Wissensinvestition, ich mache eine monetäre, ich gehe in Bitcoin, ich kaufe Bitcoin und verkaufe Shitcoin sozusagen, und weiß oder habe sozusagen die Vorstellung auch handlungslogisch begründet, ich habe später einen Ertrag dafür. Und das ist genau die Hoffnung, die sich jeder setzt. Und das ist aber auch interessant, insofern, dass ja genau eigentlich dieses Fiat-Game, die Manipulation des Marktzinses, also was auch die Zeitpräferenz beinhaltet, genau das Gegenteilige macht. Also es tut ja künstlich in die Höhe schnellen und du versuchst eigentlich zu erkennen, indem du halt Strategien dir überlegst, wie kann ich dem entgegenwirken? Also wie kann ich aus diesem Game eigentlich aussteigen oder versuchen, das zu verlangsamen? Das ist eigentlich eine krasse Übung mit sich selbst. Ne? Also da muss man wirklich Selbstreflexion, glaube ich, machen. Aber ich glaube, das ist auch so die Motivation dahingehend, dass man merkt, und da ist es halt wieder wichtig, dass man Leute hat, die einen vielleicht in bestimmten Diskussionen, bestimmte Themen dahin bringen, sozusagen. Mhm. Ne? Und motivieren letzten Endes, genau. Ich sage tausendmal Motivation, aber ja, ich würde dem auch definitiv zustimmen und ich würde als Ergänzung noch bringen, dass je länger und je tiefer man sich mit Bitcoin und den angeschlossenen Themen auseinandersetzt, umso weniger setzt man, glaube ich, diesen Ertrag, von dem du eben schon gesprochen hast, mit dem monetären Einsatz gleich. Mhm. Also man könnte da jetzt rein wirtschaftlich drauf gucken und sagen, ich habe Summe X investiert und bin ich jetzt im grünen Bereich oder bin ich unter Wasser oder so. Ich glaube, je länger man sich damit auseinandersetzt, umso mehr wird einem klar, dass der monetäre Teil da zwar der am einfachsten zu bemessende Teil ist, aber das ist längst nicht alles, worum es dabei geht. Genau, das ist und, auch, Entschuldigung. Ja. Dennis, bitte? Nee, alles gut. Genau, das ist auch der sozialistische Trugschluss, dass man halt Profit immer als monetäre Größe ansieht, sondern Profit ist halt eben beispielsweise, dass mein Kühlschrank gefüllt ist, dass ich ein Dach über Kopf habe, dass es meinen Kindern gut geht, etc. Ne? Das muss man vor Augen halten, das ist ganz wichtig. Wir sind jetzt gerade schon so ein bisschen so in die, das war eigentlich so meine Frage, die ich jetzt zum Schluss schon fast schon stellen wollte, aber wir sind eigentlich schon in diese Richtung gegangen, so ein bisschen ich sag mal, die Kategorie Zukunft so ein bisschen zu beleuchten, also wie ihr das seht. Aber ich kann das mal auf 21 beziehen. Insofern habt ihr, was sind denn so eure Pläne noch für nächstes Jahr, für das kommende Jahr, beziehungsweise, also für 2023 möchte ich hier an der Stelle sein. Was glaubt ihr, habt ihr da, ich meine, ihr habt keine Glaskugel wohlgemerkt, ne? Aber was habt ihr da so vor euren Augen? Ich werde das direkt weiter an Lonnie geben, weil wenn ich das beantworte, dann wirkt das so zentralistisch. Also ich wurde neulich mal als Community-Maximalist bezeichnet und ich konnte tatsächlich nicht widersprechen. Also ich habe mir schon diverse Daten rausgesucht, wo entsprechende nicht Meetups, sondern Events sind, die ich auf jeden Fall wieder besuchen möchte. Also ich möchte eigentlich da weitermachen, wo ich dieses Jahr jetzt aufgehört habe, letztes Wochenende. Heißt, ich will viele Events besuchen. Es wird nächstes Jahr noch mehr Events geben, was man so raushört. Auch, ich nenne es jetzt mal dezentraler. Das heißt, es gibt weiterhin wieder Zitadelle, was ein Anlaufpunkt sein wird. Es gibt wieder Innsbruck. Aber es gibt auch mehrere kleinere Events. Das deutet sich so ein bisschen an und das finde ich auch sehr, sehr gut. Vor allem, dass jeder regional ein Event bei sich in der Nähe besuchen kann und man einfach auch da merkt, Leute haben Lust, was zu organisieren. Und was ein Plan ist, den ich habe, das habe ich bei unserem letzten Bitcoin im Ländle-Event verkündet. Das muss ich jetzt mal noch irgendwie publik machen, was wir da genau vorhab. Ich möchte im Prinzip die Communities, diese Meetup, die ja immer städtebezogen sind, noch besser verknüpfen. Zum Beispiel wir in Stuttgart sind so groß, weil wir so ein großes Einzugsgebiet natürlich auch haben. Aber wenn ich jetzt da so Richtung Ruhrgebiet oder so gucke, da bin ich immer ziemlich neidisch, weil da sind 20 Minuten Autofahrt von Meetup zu Meetup. Das ist bei uns leider nicht der Fall. Bei uns sitzen Leute 90 Minuten ins Auto, um zum Stammtisch zu kommen. Und ich möchte diese Meetup-Gruppen noch mehr vernetzen. Und deshalb habe ich zum Beispiel vor, nächstes Jahr so eine Art Olympiade zu organisieren, wo sich die Meetups untereinander treffen für
ich sage jetzt mal ein Beispiel, Seed-Stanzen, also Wettstanzen sozusagen. Also im Prinzip ein Event würde ich gerne organisieren nächstes Jahr, wo kein Fachvortrag ist, keine Workshops oder irgendwas, sondern einfach nur die Leute zusammenkommen, die sich eh schon gut verstehen, einfach eine gute Zeit haben und mal vor allem das Netzwerken, das Quatschen noch stärker in Fokus nimmt. Also da freue ich mich extrem drauf, weil die letzten Events, die ich besucht habe, da war der Fokus so krass drauf, einfach mit den Leuten eine gute Zeit zu haben. Man hat immer beiläufig immer richtig gute Gespräche und lernt wieder neue Leute, neue Sichtweisen kennen. Aber so dieses einfach die Zeit genießen zusammen, eine gute Zeit haben, das ist was ich noch mehr haben möchte nächstes Jahr. Ja, ich würde dem definitiv beipflichten und auch sagen, so grundsätzlich, wir haben viele Bausteine erkannt für das, was gut funktioniert, und jetzt liegt es daran, das quasi noch mehr zu skalieren. Da lässt sich sicherlich auch, wie Lodi schon gesagt hat, noch das ein oder andere Meetup auf die Karte bringen. Und ich fand das vorhin so witzig, als du quasi so die Gründungsstory vom Stuttgarter Meetup erzählt hast, weil ich sage auch immer gerne, um die Leute zu motivieren und das einfach zu machen für ihre Stadt, vielleicht auch fürs Dorf, keine Ahnung. 3 Leute sind ein Meetup, ne? Also gründet so eine Gruppe, wenn bei euch nichts in der Nähe ist, packt sie auf die Karte und schaut einfach, was passiert. Also das Schlimmste, was passieren kann, ist, keine Ahnung, dann sind da am Ende nur 5 Leute in der Gruppe und trotzdem trinkt ihr zusammen Bier und habt Spaß, ne? Also in dem Sinne, der Teil kann auch im deutschsprachigen Raum noch wachsen. Und was wir jetzt halt versuchen, noch so ein bisschen zu forcieren, einfach weil wir gesehen haben, wie gut das hier funktioniert, ist, dieses Konzept raus in die ganze Welt zu tragen. Also Gigi hat Mitte des Jahres dieses Projekt 21.world, was quasi so unsere Meetup-Karte rausgezoomt ist, nämlich in Form von so einer Weltkarte, wo wir versuchen jetzt quasi die ganze Weltkarte orange zu färben. Und das trägt auch schon einige Früchte. Also Italien ist dabei, Serbien ist dabei und die Türkei war damals mit als erstes Ablegerland dabei. Und ich glaube, insofern kann man auch versuchen, diese Erfolgsgeschichte, die das hier in der deutschsprachigen Szene erstmal genommen hat, auch wieder anderen schmackhaft zu machen. In Riga zum Beispiel auf der Konferenz habe ich mit Leuten aus Frankreich gesprochen und die haben jetzt gerade kürzlich auf Twitter, das war so witzig, versucht einfach eine Welle zu machen dadurch, dass sie gesagt haben, ey, wir haben hier in Frankreich nur 2 Meetups, die in Deutschland haben über 100. So, das kann nicht sein, dass Deutschland uns da irgendwie schlägt. Frankreich ist das beste Land der Welt. So. Und insofern, glaube ich, kann man auch da versuchen, dann einfach diese positiven Erkenntnisse herauszutragen, und auf dieser Website 21.world findet man auch quasi so einen Leitfaden oder eine Anleitung oder wo, zumindest was, wo wir beschrieben haben, was für uns gut funktioniert hat. Und ja, vielleicht kann das auch ein Plan sein, das Ganze zu einer noch größeren Sache zu machen. Also halten wir fest, 21 will die Weltherrschaft an sich reißen. Das klingt so, ja, ist gut. Genau. Und was das muss ja nicht mal 21 heißen. Also es ist uns ja vollkommen egal, ne? Also solange ich irgendwie mich irgendwann mal in den Flieger setze und in einem Land lande, wo was orange auf der Karte ist, bin ich genau. Vollkommen happy, ganz egal, wie das heißt. Und was im Detail dann passiert, im Anführungszeichen, so im Kleinen, das wissen wir sowieso nicht. Also wenn ich jetzt überlege, was seit der Gründung von Stuttgart allein in Stuttgart passiert ist, ist völlig irre. Und wenn wir jetzt dieses Kalenderjahr sehen, diese VHS-Kurse haben plötzlich angefangen. Das wird, glaube ich, nächstes Jahr eskalieren. Das Magazin kam plötzlich. Überall kleine Events, Blab-Rap kam dieses Jahr, Kunst war ein Riesenthema plötzlich. Also da gibt es so viele Punkte, mit denen hätte ich nie gerechnet vor einem Jahr. Gerade was Kunst angeht, könnte man auch noch ein bisschen Name-Dropping machen, weil Bitcoin wird ja stellenweise fast zur Popkultur. Angefangen mit Blab-Rap, Lena mit ihren Schuhen, Bitcoin Apex mit seinen Bildern, dann Canuto ganz, ganz intensiv auf Twitter, und Lina natürlich mit ihrem Hodler, wo dann sogar ein extra Hodler für Princess Blochingen gemacht wird und der Princess Blochingen Hodler wird dann ins Logo eingepflegt und lauter so ähnliche Sachen. Das ist, da entsteht eine richtige Popkultur. Genau, also das ist für mich, finde ich, auch noch ein super Beispiel, wie man einfach wächst, wie dieses ganze Thema an sich wächst. Ne, also das ist nicht mehr nur Bitcoin als technisches oder ökonomisches Thema, sondern das
greift jetzt auch auf andere Bereiche, die vor allem dann sich kulturell an den Beispielen, wie du sie gerade genannt hast, auch widerspiegeln. Mhm. Ne? Da findet Bitcoin in der Kunst statt, da findet Bitcoin in der Musik statt. Und all das ist für mich auch ein Zeichen dafür, ja, dass wir so langsam an dem Punkt sind, wo sich das seine Bahn auch in immer weitere Bereiche der Gesellschaft bricht. Und ja, auch das kann letztendlich nur gut sein. Das ist auch schon wieder in Richtung Katalaktik, ne? Aber naja, ich würde noch, was an dieser Stelle ganz gut ist zu erwähnen, ist tatsächlich, weil du gerade sagtest, Dennis, in welche Bereiche sich das Ganze eigentlich so entwickelt. Um die Marke auch zu vergrößern, 21 wird auch mit Veröffentlichung dieser Folge hier der Stammtisch 21 auf Twitter zu 21 Stammtisch. Genau, da haben wir sozusagen hinter den Kulissen, sage ich mal, im stillen Kämmerchen, das ist uns ausgemacht. Genau, wir rücken dann quasi mit in die Familie 21, in den Verein. Aber haben dann trotzdem noch, da verändert sich, wird sich jetzt nicht viel ändern. Da kommt zwar auch jetzt nochmal ein paar Leute mit dazu, um das Ganze ein bisschen, die Entwicklung ist halt tatsächlich, man hat jetzt in letzter Zeit sehr viele Spaces gehabt, weil immer wieder spannende Themen war, auch fremdsprachig, also auch viele Amerikaner jetzt schon da gehabt oder nicht nur Amerikaner, aber auch grundsätzlich europaweit, weltweit, kann man schon sagen, genau. Und da bietet es sich natürlich an, auch wer jetzt auch Bock hat, der kann sich natürlich auch bei uns melden, beim Ambassador. Und da brauchen wir auf jeden Fall demnächst, denke ich mal, Support. Genau. Über die Transfersumme hatten wir Stillschweigen vereinbart, ne? Genau. Nein, ich glaube, auch das ist, finde ich, ein gutes Beispiel, wo Dinge sich ergänzen können. Und ich würde jetzt erstmal quasi da in den Raum stellen, dass ihr da auch gut die Gelegenheit genutzt habt, uns da zu ergänzen, wo wir wieder die Lücke gelassen haben, nämlich unsere Stammtische halt nicht mehr stattfinden zu lassen, weil Zeitmangel, Faulheit, was auch immer. Und insofern, ist das, glaube ich, einfach so ein Ding, das kann für beide Seiten gut sein. So. Mhm. Da muss man überlegen, ne? Also der fand bis jetzt seit letzten Jahr November jedes Wochenende statt, ne? Jeden Sonntag und halt auch dazwischen mal. Also das ist schon eine krasse Leistung. Ich meine, gut, okay, der Podcast ist, glaube ich, auch mittwochs immer wöchentlich, ne? Der 21-Podcast, aber trotzdem jemanden da live zu kriegen, immer 20 Uhr am Sonntag, das ist manchmal ein bisschen eklig. So. Das passt halt nicht immer alle. Naja. Ich hab eigentlich gar nichts mehr so hinzuzufügen. Tatsächlich, ich weiß gar nicht, Daniel, hast du noch irgendwas, eine Frage oder willst du noch mal auf ein Thema eingehen? Nö, alles gut. Genau, also wenn ihr jetzt nicht mehr habt, ich würde vielleicht euch so ein abschließendes Wort tatsächlich überlassen. Ich würde, bevor wir das Ende einladen, vielleicht noch kurz einen Satz sagen. Dieses Konzept nenne ich es jetzt mal. Das ist ja keine Planwirtschaft gewesen. Es ist ja einfach so ein bisschen dann auch entstanden in der Community. Dieses Konzept kann natürlich auch für andere Bereiche funktionieren, muss es aber nicht. Also ich glaube, man kann sich da ganz viel abgucken, sollte sich aber vielleicht wirklich vor allem das Thema abgucken, wie kann man das auch in fremde Hände geben, also auf viele Schultern verteilen, weil also jeder von uns hat was zu tun auf der Arbeit, hat sicherlich auch noch privat irgendwelche Verpflichtungen, also nicht jeder hat da die Zeit auch mit Familie oder so, sich da ständig um Sachen zu kümmern, aber dass man es einfach hinkriegt, die Leute für ein Thema zu begeistern, damit sie eine intrinsische Motivation haben und dann findet jeder auch einen Weg, wie er das Ganze mit vorantreiben kann. Also ich würde es nicht eins zu eins kopieren, aber ich glaube, man kann sich schon sehr, sehr viel abschauen und der vielleicht wichtigste Punkt ist eben, dann auch wirklich gewisse Aufgaben abzugehen, zu verteilen, zu dezentralisieren, weil nur dann kann das so einen Drive, glaube ich, auch kriegen. Ja, definitiv volle Zustimmung. Also ich glaube, wie du schon sagst, das Rezept ist auch auf die guten Intentionen und intrinsische Motivation der Leute zu vertrauen, denen das an die Hand zu geben und da auch ja, sich selbst überhaupt nicht so als Schirmherr zu sehen mit einer festen Richtung, in die man das planen will, sondern auch dem Outcome gegenüber offen zu sein und sich vielleicht auch vorzubehalten, irgendwie nachzujustieren. Zum Beispiel eine Sache, wo wir gesagt haben, okay, das ist ganz gut, diese Meetup-Karte auch zentral auf der Website zu haben, ist beispielsweise die Möglichkeit, wenn wir mitkriegen, irgendwie jemand nutzt jetzt das Brand 21, um
keine Ahnung, im nächsten Bullrun auf einem Meetup dann auch irgendwelche Shitcoin-Projekte irgendwie zu schillen oder sowas. Also, dass wir das dann auch wieder runternehmen könnten. Nichtsdestotrotz, das würde ich so sehen, da kann man quasi nachjustieren, aber in erster Linie, und bisher haben wir damit null negative Erfahrungen gemacht, ganz im Gegenteil, das lebt einfach von den Ideen der Leute und da quasi offen zu sein, da so einen Vertrauensvorschuss zu leisten und die Leute alle einzuladen, das so als ihrs zu adaptieren, denn nur so kann man auch dahin kommen, dass das Ganze nicht einfach als Projekt oder Podcast oder was auch immer gesehen wird, sondern dann am Ende zu so etwas wie einem Lebensgefühl werden kann. Und von daher würde ich abschließend einfach auch nur noch mal diesen Satz wiederholen, den ich am Anfang gesagt habe, 21 ist, was ihr draus macht. Fühlt euch alle eingeladen. Das ist euer Ding oder unser Ding. So lasst uns Bitcoin im deutschsprachigen Raum zu mehr Bekanntheit verhelfen und alle eine gute Zeit haben. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank an alle. Ne? Danke. Schöne Abschlussworte auch. Ja, danke für die Einladung. Schönen Abend da. Sehr gerne. Schönen Abend euch. Macht's gut. Ciao. 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 Cheers. Ciao.